Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben Freunde, heute habe ich mal wieder das Buch von Dr. Peter Schmidt, Ein Kaktus zum Valentinstag, von mir rumliegen, weil dieser Lesebrief, den ich von der Seite DWZ vorlesen werde, nicht so lange dauert. Und weil ich mir den nicht allein antun kann, das ist sehr, muss ich euch hier mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meinen Kanal Autismus Musikkanal, als auch meiner Kooperationspartnerin rund um Autismus Einbrückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comics leider begeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem Leserbrief an, der den Titel trägt. Leserbrief zu ADHS und Autismus zum Artikel Superkräfte durch psychische Störungen? Fragezeichen. Meinung einer Autistin Unding. Und ich kann mir schon vorstellen, warum dieser Artikel ein Unding ist. Und dieser Leserbrief kommt von einer gewissen Iphigenia Lukovitu aus Hameln. Fuck mich lang drum rum. Los geht's. Haben Menschen mit ADHS und Autismus besondere Fähigkeiten? Richtig soll es heißen, haben Menschen im ADHS und Autismus-Spektrum besondere Fähigkeiten? Fragezeichen. Sind sie besonders kreativ? Stimmt das? Zum Artikel Superkräfte durch psychische Störungen? Fragezeichen. Vom 31. Januar hat unsere Leserin Iphigenia Lukovitu aus Hameln folgende Meinung. Die werden wir natürlich vorlesen. Ich möchte mich als mit Asperger-Autismus diagnostizierte Leserin zu dem Artikel Superkräfte durch psychische Störungen? Von Christian Wolf äußern. Also, ihr habt es richtig verstanden. Wolf, nicht Wolf. Christian Wolf war mal unser Bundespräsident. Naja, kennt wahrscheinlich keiner mehr von euch. Naja, gut. Und Asperger-Autismus ist ja mittlerweile überholt. Es heißt eigentlich nur noch Autismus-Spektrum. Aber dazu kommen wir bestimmt noch. Weiter geht's. Zunächst ist der Titel des Artikels irreführend und faktisch inkorrekt, da es sich bei ADHS und Autismus nicht um psychische Störungen, sondern um Entwicklungsstörungen handelt. Entwicklungsbesonderheiten bitte. Einige haben es auch schon getan. Weiter geht's. Es handelt sich um Neurodiversitäten, die durch eine veränderte Hirnstruktur von Geburt an vorhanden sind. Und die bleibt auch ein ganzes Leben lang. Da kann sonst ein Elon Musk vorbeikommen. Das interessiert uns nicht. Elon Musk ist einfach nur ein Verräter-Dulli. Mehr nicht. Weiter geht's. Der Artikel beschäftigt sich mit dem Thema, ob autistische Menschen und Menschen mit ADHS kreativer sind. Menschen im Autismus-Spektrum und Menschen im ADHS-Spektrum, wenn schon, ja? Weiter geht's. In der Einleitung werden als Beispiele die Serie Atypical und Raymond genannt, die eine stereotypisierte Variante von Autismus präsentieren. Der Artikel selbst beschäftigt sich überwiegend mit ADHS. Meiner Meinung nach hätte man sich genauso gut nur mit ADHS in dem Artikel beschäftigen können, da Autismus verhältnismäßig kurz behandelt wird. ADHS und Autismus haben zwar einige überlappende Symptome, sind aber nicht die gleichen Störungen. Komm bitte nicht mit dem Wort Störung an. Das ist Gift für meine Ohren, als auch für meinen Bürostuhl. Der kotzt schon wieder. Weiter geht's. Ich war zuerst sehr gespannt auf den Artikel, da dieses Thema in Deutschland immer noch sehr stigmatisiert behandelt wird. Leider. Weiter geht's. Dabei finde ich es auch schön, dass im Artikel erwähnt wird, dass auch noch Erwachsene mit ADHS zu kämpfen haben, gerade da dies häufig übersehen wird. Erwachsene im ADHS-Spektrum.
Habe ich schon mal gesagt. Aber noch ein abschütternder Schluss. Die wörtliche Gestaltung ist allerdings eindeutig verbesserungswürdig. Was ich ziemlich enttäuschend finde, ist der letzte Absatz des Artikels. Es wird wieder das Autismus-Spektrum erwähnt und die Feststellung, dass viele auf dem Spektrum ein größeres Auge für Details hätten. Aber Autismus-Spektrum ist doch, abgesehen, dass da ein Bindestrich fehlt, doch völlig richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Aber gut, weiter geht's, komm. Herr Wolf erwähnt hierbei Folgendes. In einer anderen Untersuchung waren autistische Kinder besser als gesunde Kinder darin, Buchstaben zu erkennen. Autistische Kinder mit gesunden Kindern zu vergleichen, ist für das Jahr 2024 ein absolutes Unding. Genau so ist es. Es ist ein absolutes Unding. Und das im Jahr 2024. Kann man sich nicht ausdenken. Da gebe ich der Autorin des Leserbriefes definitiv recht. Weiter geht's. Autisten sind keine kranken Menschen. Und dies anzudeuten, ist nicht nur diskriminierend, sondern auch indirekt behindertenfeindlich. Das finde ich sehr schade. Und da fühle ich definitiv mit ihr. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Ein schockierender Leserbrief. Und das im Jahr 2024. Und außerdem soll dieser Christian Wolf zum Thema Autismus noch sehr viel lernen. Wenn er das nicht lernt, dann kann ich nur folgenden Tipp geben. Einfach den Beruf an den Nagel hängen und mal was anderes werden, was nichts mit Medien zu tun hat. Ganz einfach. Und deshalb eine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Leserbrief? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir kommen jetzt zu dem Nachgedanken aus dem Buch Dr. Peter Schmidt, ein Kaktus zum Valentinstag, ein Autist und die Liebe. Dann erzählte sie mir, warum wir beide niemals zusammenkommen könnten. Gesichtsregend über 2 Stunden lang. Ich erhielt das bis dahin wertvollste Feedback auf meine Außenwirkung mit konkreten illustrativen Beispielen. Mit dem tanzt du? Dieser Typ ist doch total komisch. Der hat doch gar keine Gefühle. Wie der schon geht, irgendwie steif und immer auf Zehenspitzen. All das und noch viel mehr sollen andere über mich zu ihr gesagt haben. Es waren nicht die Informationen an sich, die mich berührten, sondern dass Gesa trotz solcher Bemerkungen anderer über mich weiterhin mit mir getanzt hatte, dass sie sich davon offenbar überhaupt nicht hatte irritieren lassen. Respekt. Dann wurden von ihr auch meine Augen feucht. Mich überrannten bisher nie dagewesene Gefühle. Wie eine Art Resonanz verschlechterte sich das Gesichtswetter von Gesa noch mehr. Ich hatte noch niemals eine Frau so regnen sehen. Als sie ihre Stimme wiederfand, sagte sie, »Peter, es ist wichtig, wie man miteinander umgeht, dass man miteinander glücklich wird, dass man den anderen auch versteht, mitfühlen kann. Du reagierst einfach nicht auf emotionale Signale, die dir andere senden. Es mögen Missverständnisse sein, aber das irritiert. Man fühlt sich vernachlässigt. Das kann ich halt nicht so wie andere. Jeder Mensch hat Fehler. Ja, aber es gibt Fehler, mit denen kann ich leben. Und es gibt Fehler, mit denen kann ich nicht leben, wenn ich eng mit jemandem zusammen bin. Du glaubst also nicht, dass wir trotz erheblicher gemeinsamer Interessen gut zusammen auskommen würden? Ehrlich gesagt, nein. Auch dann nicht, wenn ich noch keinen Freund hätte. Das alles war hammerhart für mich. Doch ich wollte noch genauer erfahren, was andere über mich dachten. Gibt es noch mehr Beispiele, über die du reden kannst, was die Leute an mir komisch finden? In den Geologieübungen zum Beispiel bist du allen sofort dadurch aufgefallen, dass du immer Steine dazugelegt hast, die du selber mitgebracht hattest. Das kam nicht gut an. Ich wollte halt wissen, ob die Assistenten nur die Steine kannten, die in der Kiste waren, oder ob sie wirklich Ahnung von Geologie hatten. Die anderen fühlten sich genervt. Irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass du von irgendetwas ablenken wolltest, dass du dich hinter deinen Witzen versteckst. Ja, ich hatte ihr gerne Witze erzählt, um kurzweiligen Gesprächsstoff zu haben.
Ich dachte, Witze aller Art würden sie unterhalten. Da fragte ich sie, ablenken? Wovon verstecken? Wovor? Das weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du hinter einer Art Mauer bist. Du bist liebenswürdig, keine Frage, aber ich komme irgendwie nicht richtig an dich ran. Und dann nach einer Pause, Stefan ist mein Freund und das soll auch so bleiben. Während ich so das Straßenpflaster musterte, wandte sie sich ab und fuhr davon. Ich schaute ihr so lange nach, bis sie unten an der Kreuzung verschwand, denn ich fühlte, wie ein wichtiges Kapitel in meinem Leben zu Ende ging. Ja, dass sie zu ihrem Freund steht, das ist eigentlich eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ich mir auch von einer Freundin wünschen würde. Und wenn sie Stefan für mich verlassen würde, würde sie gerade diese wichtige Eigenschaft verlieren. Da wird mir klar, dass ich mich zukünftig nur noch mit einer Frau anfreunden kann, die definitiv noch keinen Freund hatte, also jungfräulich ist. Irgendwie bedanke ich mich im Stillen für diese allererste, wirklich umfassende und verhüllte Rückmeldung von Gesa. Es ist ein Schock, aber auch ein wertvolles Feedback, das ich mir unbedingt zum Feed-Forward machen muss. Mir wird klar, eine Liebe beruht nun mal auf Gegenseitigkeit. Wenn von der anderen Seite nichts kommen kann, dann geht es eben nicht. Dann ist es gut so. Dann muss jetzt Schluss sein. Alles andere wäre wirklich ein Irrweg. Noch vor einem halben Jahr hatte ich nichts, aber auch gar nichts gefühlt. Ich war kalt, total kalt. Und jetzt hätte ich diese Gesa am liebsten nicht mehr hergegeben. In meinem Zimmer lege ich Musik in meinem Kassettenrekorder. Bei der Melodie von Room with a View, Zimmer mit Aussicht, überkommen mich die Gefühle. Ich gehe auf den Flur, um dort am Fenster zu sein. Am Fenster, ja, so hieß auch mal ein Lied, das ich immer wieder und wieder abspielte. Damals, als ich 16 war und ich beobachtete, wie alle anderen sich menschlich von mir immer weiter entfernten. Nun bin ich melancholisch. Ich war genau genommen immer allein. Aber es hat mich nie wirklich gestört. Ich genoss es zu reisen. Ich genoss Amerika. Ich genoss Island. Die Kanarischen Inseln. Immer mit mir selbst. Keiner quatschte dazwischen. Keiner nüllte mich voll. Keiner wollte was von mir. Ich bestimmte, wo es lang gehen sollte. Und da ging es auch lang, ohne Wenn und Aber. Das war ein schönes Gefühl. Und nun zeichnet sich in mir konkurrierende Sehnsüchte ab. Zum einen die Sehnsucht nach Erhalt und Beherrschung der Situation. Und zum anderen die Sehnsucht nach menschlicher Geborgenheit und Heimat in einer eigenen Familie. Wie kriege ich das bloß zusammen? Ich glaube, verschwommen zu ahnen, dass da noch ganz andere, für mich bislang äußerst nebulöse Dinge eine Rolle spielen. Gott, Manitou, Allah oder wie du auch immer heißen magst, wenn da ein Weg für mich existiert, dann lass mich ihn finden. So bete ich mich gerne voran. Mein Weg wird kein leichter sein, denn bisher waren immer nur die Wege ausgeschildert, die nicht zu mir passen. Denn für schwierige, nicht alltägliche Wege über himmelhohe Gebirge und abgrundtiefe Schluchten scheint es keine Wegweiser zu geben. Da hilft nur Gott. In ewig ich hohenden Gedanken versunken, lege ich mich auf mein Bett. Mitsamt Klamotten schlafe ich schließlich darüber ein. Über Weihnachten rette ich mich erstmal auf meine Insel, indem ich nach Hause in mein Elternhaus fahre. Dort bin ich allein, aber nicht einsam. Die verbleibende Studienzeit bis zur Abgabe der Diplomarbeit werde ich von dort managen. Und die Prüfungsvorbereitungen werde ich auch von zu Hause machen. Ich muss dafür nicht jeden Tag an der Uni anwesend sein. Wenige Monate später, nach 4,5 Jahren Studium, habe ich mein Diplom geschafft. Diplom-Geophysiker steht auf der Urkunde der Universität. In der Geologieprüfung wurde ich Dinge gefragt, die so einfach waren, dass ich diese Prüfung sogar mit meinem Wissen aus der Grundschule hätte bestehen können. Das Studium war über weite Strecken reine Urlaubszeit, vor allem in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit, die ich immer als Semesterferien gesehen habe und nicht als Zeit für lässige Praktika oder Lernen. Ich brauchte die Zeit, um mich von den Menschen und ihrem Gehabe zu erholen. Das gelang mir immer am besten, wenn ich irgendwo auf den Straßen der Welt unterwegs war oder Vulkane bestiegen habe. Es mag paradox klingen, aber ich studiere
studierte gerade dadurch sehr schnell und effektiv, weil ich 4 Monate Ferien im Jahr hatte. Wieder einmal zeigte sich, dass nur ich selbst wusste, was für mich gut war und was nicht. Alle warnten mich davor, so viel Urlaub zu machen, ich würde ja nie fertig mit dem Studium. Wäre ich diesen Ratschlägen gefolgt, wäre ich noch lange nicht fertig, sondern hätte mich im Frust festgefressen. Da das mit der Liebe in Clausthal ja erstmal nichts geworden ist und mir auch niemand einen wirklich attraktiven Job angeboten hat, entscheide ich mich, einen Kindheitstraum zu verwirklichen. Ich will das Ende der Gleise vom kleinen geschrankten Bahnübergang erleben. So steige ich in Peine in den Zug. Motto: Go East. Was für ein herrliches Konzert, das bei Marienborn östlich von Helmstedt beginnt. Ratata, klack, klack. Ratata, klack, klack. So geht das bis nach Berlin und immer weiter und weiter. Warschau, Brest, Minsk, Moskau, Jaroslawl, vorbei an den vielen Schranken, Babuschkas, die in der Sowjetunion die Bahnschranken kurbeln, wie früher auch in Peine, Omsk, Nowosibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar, Beijing, Wuhan, Changsha, Guangzhou und schließlich Hongkong. Es ist einfach herrlich, aus dem Zugfenster zu schauen und die vorbeiziehenden Landschaften und Städte zu genießen. Die endlose Taiga, die innerasiatischen Steppen, die Wüste Gobi, die Reislandschaften und wilden, verdschungelten Berge im Süden Chinas. Nach einem Intermezzo als Meeresgeophysiker an der Universität Hamburg entscheide ich mich, im Sommer auch noch in andere Richtungen bis ans Ende der Gleise zu fahren. Mit einem Interrail-Ticket reise ich bis nach Marrakesch in Marokko und bis nach Narvik in Nordnorwegen. Es gibt nichts Schöneres als fahren, fahren, fahren. Insbesondere auf diesen Zugfahrten und an Orten, die ich besichtigt habe, fallen mir immer wieder die vielen reisenden Paare auf. Ob ich dieses Erlebnis auch einmal haben werde, frage ich mich immer öfter. So gewinnt die in mir schlummernde Sehnsucht nach Liebe wieder an Bedeutung. Sie überblendet mit jedem gefahrenen Kilometer die ewige Sehnsucht nach dem geplanten Abenteuer des Reisens. Vom Tanzen zur Checkliste. Mein Studium setze ich als Doktorand an der Universität in Kiel fort, weil ich dort wenigstens halbwegs meinen Neigungen als Forscher nachgehen darf. Abseits der quirligen Stadt Kiel, mitten in Gettorf, finde ich meine Oase der Ruhe. Ich habe mir ein Zimmer bei einer alten Dame namens Vogt gebietet. Auf ihrem Anwesen herrscht eine häusliche Geborgenheit, ausstrahlende Atmosphäre. Gute Nacht.